Bei der dritten Trainingseinheit des Armin Wolf Laufteams an der Kreuzschule Regensburg wäre fast die Trainingszeit ausgegangen. Ein großes Programm wartete auf die Kinder. Stargast war die Silbermedaillengewinnerin mit der Sportpistole von Rio, Monika Karsch. Zum Trainerstab gehörten dieses Mal auch zwei Trainer vom Laufteam-Sponsor Streetfit, die ein kindergerechtes Zirkeltraining vorbereitet hatten. Nach dem Aufwärmen gab es Live-Kinetik mit Monika Karsch. Je nach Kartenfarbe mussten die Kinder nach vorne, hinten, rechts oder links. Die einzelnen Klassen wurden dann in zwei Gruppen geteilt. Eine Hälfte absolvierte Balltraining und Dehn- und Geschicklichkeitsübungen. Die andere Hälfte wurde ins Zirkeltraining zu Streetfit geschickt. Der Stargast war begeistert. Monika Karsch an der Kreuzschule bei einer Aktion für Kinder. Die werden vorbereitet auf den Seelauf. Wie haben die Kinder denn mitgemacht? Wie ist dein Eindruck? Also die Kinder sind total motiviert. Also mit lauter tollen, spannenden Übungen an der Hand. Und sie machen mit und sind total engagiert und können richtig gut beißen, auch wenn es dann schwierig wird. Und man merkt richtig, dass die sich freuen und dass sie das Angebot total gern annehmen, was jetzt ihnen hier so präsentiert wird. Und es ist schön zu sehen, dass der Sport auch in den Kinderaugen eigentlich gleich so viel Begeisterung weckt. Du hast die Silbermedaille mitgebracht, ja, die du in Rio gewonnen hast. Das war natürlich der große Renner. Ja, das ist natürlich immer toll. Da kriegen sie dann immer große Augen. Und dann habe ich gesagt, aufpassen, wenn sie so durchgeht, sie ist schwer. Und dann sagen gleich mal alle, oh, die ist ja schwer. Und so ist es ja auch. Und ich denke, es ist schon was Besonderes, wenn man mal so eine olympische Medaille anfassen darf oder wenn man sie mal in die Hand nehmen kann. Und auf der anderen Seite finde ich es auch schön, wenn man, ich jetzt als Regensburgerin, eigentlich da so viele wie möglich Leute daran teilhaben lassen kann, an dem Glanz der Medaille. Zum Abschluss war Sprinttraining angesagt. Und dann schrieb Monika Karsch Autogramme und jedes Kind durfte die Silbermedaille in den eigenen Händen halten.